Wir kommen zu der Rubrik, ich nenne das Klolektüre, das ist nicht pejorativ zu verstehen, meine Damen und Herren. Klolektüre heißt einfach, das sind Bücher, die man nicht in einem Rutsch zu lesen braucht. Dazu sind sie nicht gedacht, sondern häppchenweise. Und das hier halte ich für eine Riesenentdeckung. Es heißt, Entschuldigung, sind Sie die Wurst? Und das Beste von belauscht.de, das gibt es mittlerweile weltweit. Ich habe auch schon eins aus Frankreich. Es sind vier Jungs, Felix Anschütz, Nico Degenkolb, Christian Dietmeier und Thomas Neumann, waren in der WG Studenten und hatten so am Küchentisch die Idee, eine Internetseite aufzumachen mit Originalzitaten von Leuten. Und mittlerweile sind es tausende von Einträgen, was man so in der U-Bahn hört oder im Café oder sonst wo. Und es sind so Mini-Dialoge, die sich kein Schreiber ausdenken könnte. Die sind so schräg. Wenn sich das einer ausdenken würde, würden die Leute denken, oh nee, so hat das nicht stattgefunden. Das ja, ist, aber so ist das. So treffend ist aber das Leben. Genau. Und da freue ich mich jetzt schon gut 3 Wochen drauf, weil wir das ja mit verteilten Rollen lesen werden. Müsste den Punk oder Sie? Nee, hier. Den Punk oder Sie? Egal. Was willst du lieber? Ich meine den Punk. Hab ich mir gedacht. Bonn. 3 Punks mit Hund sitzen in der Fußgängerzone und schnorren. Ein Mädel, Anfang 20, kommt vorbei. Ey, hast du mal was Kleingeld? Nee, ich hab kein Geld. Dann geh doch arbeiten. Jetzt kommt ja was, da sind wir ja wieder unterschiedlicher Auffassung. Ich bin der Lehrer, ne? Wedemark in der Schule, Kunstunterricht der 13. Klasse. Lehrer zu Schülerin. Warum waren Sie letzte Woche denn nicht in meinem Unterricht? Da konnte ich nicht. An dem Tag ist mein Pferd gestorben. Ja und? Haben Sie denn etwa kein Fahrrad? In einem Bus. Eine junge Frau mit insgesamt leicht asozialem Touch steigt mit ihren 4 kleinen Kindern in den Bus ein. Ich darf weitermachen. Die Kinder lärmen herum, hören nicht auf die Ermahnungen ihrer überforderten Mutter. Völlig entnervt dreht sie sich zu einem Mitfahrer um und nölt zu ihm für alle hörbar. Das hat man von der ganzen Fickerei. Bad Hersfeld, Berufsschule Obersberg, erster Unterrichtstag in der FOS-Klasse. Die neue Deutschlehrerin kommt herein und wünscht allen einen guten Morgen. Ein Schüler kippelt mit seinem Stuhl. Wissen Sie eigentlich, dass jährlich zwischen 3 und 5 Schüler sterben, weil sie vom Stuhl fallen und sich das Genick brechen? Keine Sorge, mein Gemächt zieht mich nach vorne. Ich kann gar nicht nach hinten fallen. Komm, wir probieren den mit 50. Wenn ich das Gesicht schon, dann habe ich schon keine Lust mehr. Na, Sie werden keine Freude dran haben. Jetzt gerade. Der ist wirklich sehr schlecht. Machen. Ja, lies. jetzt, du ziehst das durch. Augsburg in der Regionalbahn.
Ein extrem lautes Kind, dem die Mutter schon etliche Male gesagt hat, es solle sich hinsetzen, rennt gröhlend durch den Zug. Schließlich bleibt es bei einem Typ stehen, dessen gegenüberliegende Sitzbank nach oben und unten geklappt werden kann. Das Kind setzt an, die Bank nach unten zu klappen. Der Typ nimmt seinen Blick vom Fenster, schaut das Kind mit versteinerter Miene an und sagt: Geh zu deiner Mutter, wenn du leben willst. Hey, komm, wie findest du denn hier? Jakob, zwei Typen. Bist du der Erste? Wir machen die zwei, wir sind ja die Dortmund-Fans, ne? Ich bin Dortmund-Fan jetzt. Ja, wir beide. Oder wir beide. Ich bin dann der... Aha, okay, du bist der Rollstuhlfahrer und wir sind zusammen die Dortmund-Fans. Ja. Zwei Typen in BVB-Trikots laufen auf der einen Straßenseite. Ein anderer Typ im Schalke-Dress rollt in seinem Rollstuhl, beide Beine amputiert, auf der gegenüberliegenden Straße. Sie ahnen was. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Rollstuhlfahrer? Scheiß BVB! Scheiß BVB! Dortmund-Fans? Steh auf, wenn du ein Schalker bist! Steh auf, wenn du ein Schalker bist! Frankfurt? Im McFit unter der Dusche, ein Wandschrank türkischer Herkunft zu einem Mitduscher. Ey, weißt du, Wochenende. Ich, Kollege, sein Freundin, mein Freundin, haben konkret flotte Dreier gemacht. Dann machen wir noch 176, ne? Die müssen wir ja machen. Hier sind noch wahnsinnig viele. Ja, sicher. Wobei, bei wem bist du jetzt? Wir können, komm, wir machen das. Oh, der ist so schön hier, der mit dem. Welchen? Ja, den machen wir. Dresden, deutsches Hygienemittel. Mein Gott, ich mach tot. Dresden, deutsches Hygienemuseum. In einer Dauerausstellung gibt es eine gläserne Frau. Wenn man an dieser auf verschiedene Knöpfe drückt, leuchten die jeweiligen Körperteile und Organe des Modells. Vor besagtem Exponat steht ein Pärchen. Der Mann drückt auf den Knopf, der das Gehirn aufleuchten lässt. Guck mal, da leuchtet das Gehirn. Wo? Du bist das Kind. 165. Unten, Freiburg. Kind, circa 3. Zeigt auf ein Bild. Guck mal, Mama, eine Katze. Nein, Schatz, das ist ein Biber. Butzemann?